Salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Mittwoch, der 17. Juli. Wir haben 17.20 Uhr, wenn ich diesen Clip hier anfange. Und heute gehe ich in den Gemüsegarten. Heute geht es hier um Apple. Habe ich schon ganz, ganz lang nicht mehr gemacht. Vor euch liegt der Chart seit Februar 2018. Erst nochmal ein bisschen zurückgegangen. Die hatten ihr Hoch, genau wie viele Fangaktien, hier im Oktober. Und haben dann ordentlich verloren bis mehr oder wenigstens zum 31.12. Dann kam Herr Trump und sagte, ich würde die Aktien kaufen. Und sie haben eine super Rallye hingelegt. Alle Fangaktien. Ordentlich hochgegangen. Sogar wieder bis 215, also nur relativ kurz unter dieses All-Time-High, was wir hatten bei 233. Haben dann, ich mache mal das Fadenkreuz raus, haben dann eine perfekte Korrektur hingelegt bis fast punktgenau zum 61,8er Retracement von Fibonacci, haben das hingelegt und von da aus starten sie jetzt weiter. Die Fangaktien liegen insgesamt sehr gemischt. Ja, also zum Beispiel Amazon ist am All-Time-High. Die Facebook haben nur 7,5% verloren, aber Apple, Netflix, Google liegen so zwischen 12 und 15% unter ihrem All-Time-High. Also diese drei sind jetzt momentan erstmal die schlechteren. Es gibt jetzt keine, wie ich finde, weltbewegende News bei Apple, so von wegen, wir kündigen an. Da sind vier neue Sachen aufgetaucht, die beziehen sich aber, so wie ich das rausgefunden habe, alle nur auf das iPad, iPad Pro, dass man da verschiedene Sachen mitmachen kann. Es gibt kein iPhone 11 oder den super neuen iMac. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt kommt. Die Analystenschätzungen liegen zwischen 170 und 240, können Sie also auch eine Münze schmeißen. Sehr, sehr unterschiedlich. Und die haben alle die gleichen Zahlen. Rein mal zum Chart. Auf den ersten Blick fällt mir auf, die Bänder sind super eng. Jetzt muss ich das Fadenkreuz wieder reinmachen. Die sind für Apple-Verhältnisse super eng. Das war natürlich einmal hier, wo sie noch enger waren. Wir haben das untere bei 196, ich runde leicht, und das obere bei 208. Das sind mal gerade 12 Euro. Das ist nicht viel. Entschuldigung, 12 Dollar. Das ist nicht viel. Das heißt, ich bereite mich hier auf eine größere Bewegung vor. Weiter, seht ihr, hier gibt es diesen Downtrend vom All-Time-High von den 233. Ich nehme ja nicht die obersten Punkte, hatte ich neulich beim anderen Film schon mal erklärt. Und da liege ich relativ in der Nähe dessen. Und ich liege auch in der Nähe des oberen Bandes bei den 208. Das ist, wir sind im oberen Bereich der Technik und das sehe ich auch hier über das MACD. Ja, das fängt leicht über die traditionelle Sichtweise an zu kippen. Die moderne Sichtweise ist auf absolut Null. Sie sehen also hier 0,02, da ist gar kein Histogramm vorhanden. Die Technik im Sinne des Oszillators gilt als überkauft, ja. Ich habe hier eine klitzekleine Divergenz drin, aber auf die gebe ich noch nicht allzu viel, denn es hat noch nicht gedreht. Wir sind mit 83,78 gelten wir als überkauft, aber ich habe noch kein Verkaufssignal. Gleitende Durchschnitte sind in Ordnung. Was mir auffällt, ist, dass wir irgendwie die letzte Bewegung war nicht mehr so kraftvoll. Seit vier Wochen pennen die herum, anders kann man es gar nicht sagen. Deswegen auch die Bänder von sehr weit auf sehr eng. Dieser Chill-Modus, der kann auch durchaus noch eine Woche oder zwei gehen. Ich glaube allerdings vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir hier schon diesen Downtrend haben, das wird nicht mehr lange dauern. Entweder prallen wir jetzt an dem ab, nach unten, oder wir durchschlagen ihn. Wenn wir ihn durchschlagen, sollte die 215 kein großes Problem darstellen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran. Ich habe für mich folgende Punkte ausgemacht. Zum einen, bei mir werden sie negativ hier unter der 195 Schlusskurs. Das wäre nicht schön. Bei mir werden sie positiv oberhalb dieses Downtrends. Da sind wir ungefähr hier bei 210. Also daran orientiere ich mich jetzt gar nicht mal so sehr, sondern vielmehr an dem Downtrend in Verbindung mit dem oberen Bollinger Band. So, und da komme ich auf ungefähr 210, wo ich sage, wenn da der Schlusskurs drüber ist, dann sollten sie auch ordentlich gehen und haben durchaus auch die Chance, wieder das All-Time-High zu sehen. Ich tendiere ein bisschen 51 zu 49 zu eher abwärts. Vielleicht einen kleinen Fooler hier oben drüber, sowas in der Art hier, so ein Shootingstar und dann runter. Aber ich habe momentan nicht viel Vertrauen. Ich sehe nicht, welche News den Weg jetzt ebnen sollte, dass der Wert hier deutlicher hochgeht. Deswegen habe ich Scheine mitgebracht, die relativ eng sind. Unbedingt für die Watchlist oder wer es auch schon handeln will, kann das gerne machen. Zum einen,
Ich habe hier diesen Punkt eben genannt, ja, so um die 195 rum. Ich sehe keinen Grund, warum ich tiefer gehen sollte an die 200-Tage-Linie, denn diese 195 verbindet sich momentan auch mit dem unteren Bollinger Band. Deswegen habe ich mir den hier ausgesucht. Goldman Sachs fängt jetzt also auch an mit den Einzelwerten, auch insbesondere mit den amerikanischen. Ist das wirklich interessant, da mal drauf zu schauen. Und das ist ein 195er, unlimitiert. Ändert also jeden Tag seine Basis. Ist momentan ein 22er Hebel und die Kennnummer ist die GA92U6. Das ist die eine Geschichte. Ja, hier 195. Darunter wäre es bei mir negativ, deswegen sehe ich keinen Grund, hier so einen tieferen Call zu nehmen. Gucken wir dann mal nach dem Put. Und den möchte ich gern ansiedeln bei der 215. Und da komme ich auf diesen hier. Das ist ein 20er Hebel, auch unlimitiert, ebenfalls von Goldman. Und das ist die Kennnummer GA7R9P, P wie Paula. 214,90. Open End, auch hier reduziert sich in diesem Fall, weil es ein Put ist, die Basis jeden Tag. Ich muss keinen hier oben nehmen. Der Put wird aktiviert, wenn wir unter die 195 gehen. Der Call wird aktiviert, wenn wir über die 210 gehen. So sieht das bei mir aus. Im Moment, ich denke, eher eine 51,49 Chance nach unten oder Risiko nach unten. Also bei mir sieht es nicht ganz so toll aus. Aber wie gesagt, 51,49, der Chart ist wichtiger mit den genannten Punkten. Übrigens wurde ich gebeten, nochmal zwei Webinartermine reinzustellen. Das habe ich gemacht auf die Homepage bei mir, schlegel-trading.com. Das eine ist Mitte August und das andere ist Mitte September. Die sind ja immer sehr klein heißt mit ganz wenig Leuten. Das ist also super kuschelig. Da könnt ihr gerne mal auf der Homepage schauen. Und hiermit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.